Also ich meine zumindest, es selber nie gespielt zu haben. Es gibt so ein paar Spiele von aus der damaligen Zeit, also gerade die Sachen, die, weiß ich bald. Mensch, ich habe es wieder zu spät gesehen. Gerade die Sachen, die dann in irgendwelchen Compilations mit drin waren, so Gold Games und dergleichen. Da gibt es einige Spiele, wo ich mir selber nicht mehr sicher bin, ob ich sie da mal gespielt habe oder nicht. Und da könnte Dungeon Seek tatsächlich dazugehören. So. So, du haust da mal irgendwie ab. Gut so. So, und jetzt darauf achten, ob jemand vergiftet wurde. Achso, okay, das war das nur wieder mit den Geschossen. Keine Vergiftung. Das ist Level up gewesen. So, okay. Keiner vergiftet, ne? Nö. So, dann Jahira, Level up. Diesmal müsste es ja Druide sein. Beim letzten Mal war es ja Krieger. Rettungswürfe, oh, um 2 verbessert. 4. Grad einer. Okay, Sagenkunde ist unwichtig. Trefferpunkte 5, naja gut. Aber. Was war Stufe 4, ne? Genau. Oh, da haben wir noch gar kein Gift neutralisieren. Koordinierte Verteidigung, der war, glaube ich, auch echt gut. Und Parademanöver auf magischem Weg. Ein Bonus auf ihre Verteidigung. Ja, was für ein Bonus. Ah, hier. Minus 2 auf die Rüstungsklasse. Ja gut. Minus 2. Tiere beschwören ist nicht schlecht, aber ich glaub, da haben wir, glaube ich, einen Spruch schon. Einen Stab, meine ich. Todesschutz, ja. Das ist immer ein bisschen zu spezifisch. So in bestimmten Fällen, wenn da irgendeiner mit Todeszaubern angreift, da kann man den mal reinnehmen. Genau wie negative Energie oder Schutz vor Blitzen. Fernsicht. Oh. Oh, okay. Gut, damit könnte man theoretisch alle Karten komplett aufdecken. Ob das jetzt Sinn macht, sei mal dahingestellt, aber man könnte es. Ich nehme einfach mal die Heilung. Also schwere Wunden heilen, der könnte noch sehr, sehr nützlich werden. Also gerade im Kampf. Außerhalb des Kampfes kann man es notfalls normalerweise, ich konnte mich gerade nicht zwischen den beiden Wörtern entscheiden, kann man es normalerweise bzw. notfalls immer noch mit kleineren Heilsprüchen machen. Aber im Kampf zählt es dann halt, dass man schnell viel heilt. Im schlimmsten Fall. So, hier ist alles soweit aufgedeckt, was man aufdecken kann. Also, gut, mit dem Fernsicht könnte ich jetzt mehr aufdecken, ja. Was? War da eine Falle? Oh, nicht schon wieder. Ich habe es nicht mal mitbekommen, ehrlich gesagt. So, nee, ihr sollt jetzt alle nach oben gehen, nicht nach unten. Wenn ihr euch da sicher seid. Auch nach oben. So, ihr alle. Achso, ihr seid alle jetzt gerade gefangen. Ja, okay, sie geht. Nein! Hey, ich hab doch gar nicht. Egal. Also, der Kartenabschnitt oder diese Karte ist echt nervig gewesen, wegen den ganzen Fallen. Die Fallen machen ja nicht mal Schaden in dem Sinne, also nicht direkt zumindest. Aber, ja, ist halt trotzdem nervig. Warten muss und. Ihr braucht meine Hilfe? Okay. Braucht ihr etwas? So, einmal hier nochmal speichern, dann. So gut wie erledigt. Sind wir. Doch, wir waren ja da fertig. Dann ab in den dritten Mantelwald. Oh Gott. Oh. Okay, aber ich ahne schon, dass man hier auch nicht allzu viel aufdecken kann. Weil das sieht doch nach einem großen See aus. Nicht mal Fluss, sondern wirklich See schon. 2 Höhlenbären. Ja, die können auch einiges an Schaden machen. Nein. Och, Mensch. Du und
du und du und du. Ihr bewegt euch, keine Ahnung, irgendwo dahin. Oder ihr bleibt generell einfach in Bewegung. Ach, du. Ey, lass doch mal die Arme in Ruhe. Ja, hier Autosave ist ja effektiv dasselbe. Wenn ihr euch da sicher seid. So, nächster Versuch. 20 Stunden. Es dauert 20 Stunden, bis wir da ankommen. Sieht nicht nach 20 Stunden aus. Lind. Oh. Oh, hi. So, Todena und. Ach toll, sie ist vergiftet. Ich kann sie jetzt nicht mal wegbewegen. Dann stirbt sie an dem Gift. Ach, Mann. Okay, aber Minsk ist auch tot gewesen, also so oder so. So, nächster Versuch. Rüber. Komm, geht doch. So, und bevor ich das jetzt nochmal machen muss, speichere ich. So. Wenn ihr euch da sicher seid. So, und jetzt geht bitte in die richtige Reihenfolge. So. Und ihr hört jetzt auf, Chahira oder, Dinahibasa eben anzugreifen. Oh, ist noch jemand? So. Beide tot, ja. Gut, dann gehe ich erstmal zu ihm hin. Verehrte Herrschaften, darf ich mich vorstellen? Ich bin Eldot Kor. Es erstaunt mich, in diesem Wald Wesen von solcher Schönheit anzutreffen. Jo, danke. Ihr seht allesamt recht müde aus, um nicht zu sagen, völlig erschöpft. Wie wär's? Wollen wir gemeinsam rasten? Ich würde euch gerne ein paar kleine Erfrischungen anbieten. Darf es vielleicht Bernsteinwein aus Berdusk sein? Ich meine, gut, wir sind zu sechst. Da wird hoffentlich nichts passieren. Ja, wir sind im Moment etwas durstig. Ich hoffe, dieser Trunk mundet euch. Etwas Besseres wird man schwerlich finden. Vermutlich fragt ihr euch, aus welchem Grund ich mich so freigebig zeige. Da steckt doch bestimmt mehr dahinter als die reine Herzensgüte, werdet ihr euch vielleicht denken. Nun, in gewisser Weise habt ihr nicht ganz Unrecht. Wenn ich euch so ansehe, denke ich mir, das sind Leute, die nach Möglichkeiten suchen, sich das Leben angenehmer zu gestalten. Eventuell kann ich euch aber bei dieser Suche behilflich sein. Also, es gibt da ein Mädchen, sie ist meine Geliebte. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, der Obhut ihres Vaters zu entrinnen und ihr eigenes Leben zu führen. Ihr Vater, Enter Silberschild, ist einer der Herzöge von Baldur's Tor, wodurch die Erfüllung ihres Wunsches von... vor größere Schwierigkeiten gestellt wird, als bei einem gewöhnlichen Mädchen aus der Stadt. Indes, mit eurer Unterstützung werden wir es zu Wege bringen, sie der tyrannischen Umklammerung durch Enter zu entreißen. Der Witz an der Sache ist der, da wir sowieso davon ausgehen können, dass Enter uns verfolgt, können wir ihn um große Summen Geldes erpressen und müssen uns keine Sorgen machen, okay, dass uns unsere Geisel entwischt. Das klingt alles ein bisschen sehr dubios. Schließlich tun wir das alles nur für... Ski? Ist das seine Geliebte oder... Egal, wahrscheinlich. Wir müssen diesen Plan nicht unbedingt sofort zur Ausführung bringen. Ich werde euch so lange zur Seite stehen, bis ihr das Eure zu Ende gebracht habt und bereit seid, nach Baldur's Tor aufzubrechen. Immer nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Seid ihr immer so ekelhaft oder ist das so einer eurer besseren Tage? Sucht euch andere. Nee. Also ich will den Eintrag an sich schon mal haben, auf alle Fälle. Den Questeintrag. Es freut mich, dass ihr so viel Köpfchen habt, eine gute Gelegenheit nicht entwischen zu lassen. Aber ja, also mit meiner Moral stimmt das so überhaupt nicht überein. Ihr seid so langweilig. Du bist langweilig. Deine Mutter ist langweilig. So, das ist wirklich schade. Unsere gemeinsame Zeit war wirklich ausgesprochen angenehm. Vielleicht treffen wir uns wieder. So. Zumindest haben wir die Quests jetzt drin und irgendwann machen wir die dann vielleicht auch mal. Ja, ja, es wird am Baldur's Gate 3 gearbeitet. Richtig. Das hatte ich irgendwann, ich weiß gar nicht, auf der E3 wurde es, glaube ich, das erste Mal kurz erwähnt.
Da hatte ich es auch mitbekommen, habe aber selber überhaupt nicht mehr dran gedacht und hatte jetzt irgendwie kürzlich einfach mal wieder Bock auf Baldur's Gate. Nachdem dann, oh Gott, was war denn das davor? Achso, Sternschweif. Naja, fertig war in Anführungsstrichen, so ganz fertig war das ja jetzt auch nicht, aber ist halt leider nicht so gut spielbar durch die ganzen ja, Bugs. In dem Sinne sind es ja nicht mehr, aber halt die Performance-Einbuße, die zumindest in den beiden größten Städten da vor sich gehen, das ist einfach nicht schön. Und technisch gesehen hatte ich es ja versehentlich auch schon durchgespielt, weil ich halt genau in den richtigen beiden Dungeons ganz am Anfang war. Und ja, und da hatte ich halt einfach Bock auf Baldur's Gate. Auf Baldur's Gate, so. Also 1 und 2. Und habe mir gedacht, ja, dann spielst du das als nächstes. Und lustigerweise habe ich dann auch während eines Streams dann gemerkt, dass die Konsolenversion von der Enhanced Edition genau an dem Tag rauskam. Und ich vermute einfach mal, dass einige Leute hier reingeguckt haben und auch sich dann die entsprechenden YouTube-Videos nur deswegen angeguckt haben, weil die davon ausgegangen sind, dass es Ich bin die, dran, die Konsolenvariante Hässlichkeit ist. Es tut mir leid, wenn da irgendeiner drauf reingefallen ist, in Anführungsstrichen. Also das war echt nicht meine Absicht. Ja. Aber ich meine, eigentlich sollte ich mich drüber freuen. Aber ich mag solche Methoden nicht. Genau wie, weiß ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass bei Final Fantasy VII, wenn da das Remake rauskommt, dass es dann etliche Leute geben wird, die das alte Final Fantasy VII plötzlich spielen, ganz zufällig natürlich. Ja. Und die damit eigentlich nur Klicks und Views und dergleichen abstauben wollen. Ich meine, im Endeffekt können sie es ja machen. Ne? Aber es ist halt eigentlich mal ein bisschen doof. Deswegen war mir das tatsächlich auch ein bisschen unangenehm, als ich dann festgestellt habe, dass ich versehentlich im Endeffekt genau dasselbe jetzt gemacht habe. Nee, aber ich bin echt mal gespannt auf Baldur's Gate 3. Wir hatten uns im letzten oder vorletzten Stream, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da hatten wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, auch mal ein bisschen spekuliert schon, wie das so von der Machart wird. Und ich vermute ja, ja, ich bin so einer, ja, klar. Ich stehe auch dazu, so. Nee, ich vermute tatsächlich, dass Baldur's Gate 3 so rein von der Grafik Ihr her passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. sich gar nicht so sehr unterscheidet. Ich lese gleich vor hier, keine Sorge. Sich gar nicht so sehr unterscheidet von den ersten beiden Teilen. Ich denke mal, das wird mehr so von der Grafik her Neverwinter Nights sein. Also sprich, dass man dann die Kamera auch rotieren kann, dass man auch sehr weit reinzoomen kann und dass es eigentlich alles 3D ist. Also hier, das sind ja wirklich Pixel. Und da wird es dann höchstwahrscheinlich 3D sein. Aber auf den ersten Blick sieht es halt optisch fast genauso aus wie das hier. Also vermute ich jetzt einfach mal. Alles klar, Blub. Dann weiß ich Bescheid. Und ich lässt da trotzdem. So. Glaskal. Ihr da, ich befehle euch, stehen zu bleiben, damit ich einen Moment mit euch sprechen kann. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Ich heiße Laskal und ich bin der Beschützer des Mantelwaldes. Ich möchte euch eine Frage stellen, bevor ich euch verlasse. Ich habe eine Botschaft für diejenigen, die dem Eisenthron dienen. Seid ihr zufällig Angehörige dieser Organisation? Ich weiß halt nicht, also wenn das jetzt irgendein Böser ist, der wichtige Informationen an den Eisenthron weiterleitet. Dann wäre es natürlich clever, uns jetzt als Eisentrum-Mitarbeiter oder Anhänger auszugeben. Auf der anderen Seite, wenn er ein Feind des Eisentrons ist. Das ist schwierig jetzt. Das ist echt schwierig. Ich glaube, im Zweifelsfall bin ich dann lieber ehrlich. Ja. Oh, okay. Ich glaube, das war sogar das Richtige. Ein Feind eines Feindes ist ein Freund. Meine Frage vorhin war nur eine Prüfung. Es freut mich, dass ihr ebenfalls gegen diese Organisation seid. Sie sind ein Fluch für diese Wälder, seitdem sie die alten Eisenminen der Zwerge wieder geöffnet haben. Oh, okay. Das sind aber nicht die Minen aus Nashkill, oder? Nun, ich bin froh, dass ich euch kenne. Nehmt das hier. Es wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Die Festung des Eisenthrons befindet sich im Osten.
Oh, und ein Unverwundbarkeitstrank. Wer hat den jetzt schon wieder bekommen? Ist das der? Ja. Das mal ein Stück weiter nach oben packen. Will generell mal gucken. Ah ja, er hat ja die Leiche gar nicht mehr da. Das heißt, er kann das ja auch wieder mitnehmen. Oh, und hier sollte ich auch mal wieder auffüllen. So, so. So und so. Nein, dahin. Du hast da noch einen Edelstein, woher auch immer der kommt. Oh, und ich sehe gerade, ihr solltet vielleicht auch mal ein paar Kugeln geben. So, die kriegst du erstmal. Achso, das waren nur 4 Stück. Okay. Dann verteil mal generell hier noch ein bisschen. So. Der Rest geht jetzt an dich. Ja, ich kann im Grunde gleich 2 Stapel reinlegen. So, und dann werde ich das aber demnächst wirklich, oder ab jetzt wirklich so machen, ne? Moment. Kugeln. 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 Na ja, doch. Okay. Dann werde ich das ab jetzt so machen, dass sie wirklich, ja, die ganzen Kugeln immer bekommt. So, sie kann ja eh, also sie hat ja nicht allzu hohe Tragkraft, Traglast, wie auch immer. Und kann deswegen sowieso nicht, weiß ich, wie viel mitschleppen. Ja, aber die plus, was war das, plus 1 Kugeln, die kannst du mal behalten. So, so, so. Ja, und dann verteilst du die ab jetzt einfach. Genau. So, und eigentlich können die Dinger, die Skypes, dann immer zu ihm. So, er kann mich auch nicht allzu viel tragen. Das heißt, der Inventarplatz ist da eh ständig leer bei ihm. So. Ja gut, hier ist noch eine Menge. Ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, wie viel ich schon aufgedeckt hatte von der Karte. Ach so, ach, die rennen da oben rum. Okay. Ich dachte gerade, die fliehen. Aber das sah nicht nach Fliehen aus, was die da machen. So. Der ist weg. Minsk nähert sich jetzt von hinten. Von unverletzt auf den Tode nah mit einem Schlag. So gefällt mir das. Achso, die greifen schon wieder nicht an, weil die ein Stück zu weit weg sind, ne? Ja. Ja gut, jetzt hat sich das eh erledigt. So, gehen wir mal hier an der Küste so ein bisschen lang. Okay, und das ist übrigens doch ein Fluss. Ich sagte ja vorhin, das ist wohl eher ein See als ein Fluss. Aber jetzt erkennt man es eigentlich ganz gut. Das ist ein Fluss, wenn auch ein ziemlich großer. So, einmal bis ganz nach Norden. Oh, okay, da ist Schluss. Na, das läuft. Na, kommt. So. Und jetzt dürften auch die Fancamper alle angreifen, ne? Ja. Na gut, hat sich eh erledigt. Die sind nämlich schon wieder tot, alle. Na gut, sind auch nur Tassloi. Die sind jetzt, das sind jetzt nicht die härtesten Gegner, sagen wir es mal so. Das ist noch sehr, sehr, sehr höflich ausgedrückt. So. Wo ist Minsk? Ach ja, Minsk ist da. Okay. Passt. So, ja, dann erforschen wir hier den Rest des Gebietes. Oh, das läuft. Gib mir auf die Augen! Gib mir auf die Augen! So, und du auch weg. Bisschen Gold eingesammelt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr viel, aber wenn es rumliegt, nehme ich es natürlich mit. Alles andere wäre ja auch irgendwo ziemlich dumm. Und ich sollte vielleicht auch mal wieder speichern, wo wir gerade beim Thema ziemlich dumm sind. Ja. Nur aus Prinzip. Wir haben bisher die ganzen Bären immer getötet, dann machen wir das jetzt auch. Auf
wenn Jahira uns eigentlich dafür hassen muss mittlerweile als Druidin. Aber sie ballert ja fleißig mit auf die. Ja. Hä? Ach so, ja, ich habe auch vergessen, die KI wieder einzuschalten. Okay, das war dämlich. Ich weiß, dass da noch ein Bär ist, aber ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keinen Bock, dem noch Ewigkeiten hinterher zu rennen. Irgendwann werden wir eh über den stolpern. So. Dann einmal hier runter. Ah, Moment, der Hund. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich kann auch gleich mal speichern. So, und weiter geht's. Na doch, ein kleines bisschen können wir hier noch aufdecken. Welcher war das jetzt? Der dritte? Ich glaube, der dritte Mantelwald ist das jetzt gewesen, ne? Ich bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher. Faldorn. Oh Gott. Ach nee, kann ich jetzt nicht bringen, weil das muss man dann lesen. Faldorn mit PH am Anfang. Ja, wegen dem phallusartigen Ding. Ich weiß, Faldorn. Das war ein ganz schlechter Witz. Ich suche Freiwillige, die dafür kämpfen, dass dieser Wald ein heiliger Ort bleibt. Böse Menschen haben in der vergeblichen Suche nach Eisen die Waldungen mit Qualm und Unrat entweiht. Wollt ihr mir beistehen? Ich will diese Männer vom Eisenthron zerstören. Kommt mit, sie weilen in einer Festung östlich von hier. Ja, klar. Ich meine, die wird sich uns wieder anschließen wollen. Ihr wollt mir helfen? Lasst uns die Leute finden, die unsere Wälder verschandeln. Rasch, sie müssen alsbald bestraft werden. Wir müssen uns nach Osten zu ihrer Festung begeben. Dann direkt wieder raus mit dir. Da, genau. Und fertig. Natur ist alles. Nun gut, aber vergesst nicht, was ich euch gelehrt habe in den 2 Sekunden, die ich da war. Freunde, zieht all jene zur Rechenschaft, die die große Mutter bedrohen. Jo, machen wir. Ich meine, wir töten einfach, aber dann haben wir wenigstens eine Rechtfertigung dafür. So. Eure Ehrlichkeit ist erfrischend, aber etwas Taktgefühl täte auch ganz gut. Was? Wir haben doch Taktgefühl, du Arsch. So, tut mir leid. Das sollte jetzt eigentlich nur der Gag sein dahinter. Hier, da ist die untere Kante. Ich meine, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr gucken. Wir sind ja eh aus dem Süden irgendwann mal hier angekommen. Moment. So gut wie erledigt. Okay, das sah eben aus, als wenn da ein Gebäude drin zu sehen war in dem Waldgebiet. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Und da wurde ja von irgendeiner Zwergenmine geredet, die wieder geöffnet wurde. Und ich glaube nicht, dass das die Mine in Neshkeld ist. Weil das ist erstens meines Wissens nach keine Zwergenmine. Moment, da ist so ein kleiner Zipfel noch so. Und zweitens ist die ja auch nicht wieder eröffnet worden, sondern die war ja die ganze Zeit aktiv. Selbst als das Eisen da verseucht war und die
komischen Kobolde da die ganze Zeit drin gehaust haben, haben die Arbeiter da ja immer noch ja, gearbeitet halt. Baumhaus? Moment. Ach, da, Tatsache, da ist ja was. Höhlenbär, ja gut, nehmen wir dich auch gleich noch. Oder euch. Da wird schon wieder irgendjemand aus der hinteren Reihe angegriffen. So. Gut, dann gehen wir mal erstmal die Zivilisation ist direkt zum Baumhaus. So. Ihr könnt der Gerechtigkeit nicht entkommen, solange ihr euch in Sichtweite eines Schattendruiden befindet. All jene, die Mitglieder in traditionellen Druidenorden sein wollen, müssen unserem Zorn begegnen, genau wie alle, die die Natur beschmutzen. Ich erkenne Jahira unter euch und zweifellos hat sie euch zu ihren fantastischen Ansichten bekehrt, in denen Menschen mit der Natur in Harmonie leben. Solche Ansichten zeugen von Schwäche und müssen ausgelöscht werden. Ihr habt euch mit Feinden der Schattendruiden abgegeben und dafür sollt ihr sterben. Okay. So. Und stirbst du jetzt leider. Verletzt, schwer verletzt. Komm. Dem Tode nah und tot. Kampfstab, Schlange, Lederwams. Gut, kann weg. So, wieder da. Ach, das F1 Qualifying, okay. Ist leider tatsächlich nicht so ganz meins. Also Formel 1. Ich habe ab und zu mal das so nebenbei laufen lassen, die Rennen. Aber ich finde den Start immer ganz interessant. Und eventuell dann halt das Finish, je nachdem wie eng es da ist. Aber alles darüber hinaus ist für mich dann eher immer so ein bisschen uninteressant. Also nicht, dass ich jetzt Leute verurteilt, die selber gucken. Ich bin dran wie die Hässlichkeit. Ja, aber für mich persönlich ist es halt einfach nicht so sehr was. Ah, verschlossen, das war eigentlich klar. Was wollt ihr? So, dann da. Braucht ihr etwas? Wenn ihr euch da sicher seid. Und dran. Oder auch nicht, weil ja? Denn ich verschwinde du im Weg stehst. Und nun, so gut wie erledigt. Oh, ein paar Tränke. Tag der Freiheit, Heiltrank gegen Gift. Oh. Nichts Besonderes, aber lässt sich im Zweifelsfall immer alles schön verkaufen. So, dabei auch noch der Trank, genau. Das da rein. Das Idol haben wir auch immer noch. Und das Buch hier, wo ich. Da weiß ich halt nicht genau, ob man es für irgendwas braucht. Also Ulcaster staubiges Geschichtsbuch. Ich meine, wenn dann würde das irgendwo da an der. In der Nähe von der Feuerweinbrücke irgendwo Sinn machen. Da kann ich vielleicht mal zum nächsten Stream dann nachschauen. Ansonsten, wenn man das für nichts braucht, wenn es einfach nur quasi ein Andenken ist, kann ich es auch genauso gut verkaufen. Die Hässlichkeit am Ork. Achso, ja, ich sollte vielleicht auch mal wieder speichern. Obwohl, ich habe gerade, glaube ich, gespeichert. Ne? Ich weiß es selber immer nicht so genau. 142 Tage sind wir jetzt schon unterwegs, also oh, schon bald ein halbes Jahr. Naja, okay, ein bisschen was fehlt noch. Also sagen wir knapp 5 Monate schon. Und wir sind, was, in Kapitel 4 waren wir jetzt, ne? Ich bin der Meinung, dass es 7 Kapitel insgesamt gab. Aber das sagte nicht unbedingt immer was über die Länge der einzelnen Kapitel aus. Also, was ich, der Prolog zum Beispiel, den kann man ja theoretisch in, keine Ahnung, 5 Minuten oder so abschließen. Wenn man halt die Nebenquests weglässt. Achso, das ist der von vorhin noch, wo ich noch gesagt habe, wir werden nachher sowieso wieder über den stolpern. Genau das taten wir gerade so. In dem Moment, in dem ich den Satz beenden wollte, war der dann auch tot. Oh, hier ist auch eine Höhle. Moment. Bei Höhlen weiß man aber nicht so. Da kann es schnell passieren, dass man dann von Gegnern komplett umzingelt ist. Ach, stimmt, hier war ja irgendwas mit Lindwurm noch. Was? Peter aus dem Norden. Und das. Irgendein Schatz. Nur weiter, Freunde. Hier gibt es nichts zu sehen. Nur einen einfachen Waldbewohner, der ein bisschen die Höhlen erforscht.
Das ist aber ein seltsamer Ort für einen Waldbewohner. Habt ihr keine Angst vor den jungen Lindwürmern hinter euch? Versteht einfach nichts vom Holz und allem, was damit zusammenhängt. Diese Wesen sind friedlich, ja, deswegen greifen sie mich auch an. Und das Risiko lohnt sich. Sogar die dunkelsten Höhlen können eine lohnende Erfahrung für die Waldbewohner sein. Für den Waldbewohner sein, der sich selbst gut kennt. Warum? Unterirdische Bäume liefern das beste Holz für Schnitzer. Aller Art Kundenschmuckstücke. Diese Hm und Ms da drinne, das kommt mir doch wirklich ein bisschen seltsam vor. Unterirdische Bäume, wisst ihr auch wirklich, wovon ihr redet? Aber sicher, habe ich euch Anlass für Zweifel gegeben? Natürlich nicht. Alles ist so, wie es sein sollte. Es gibt nichts Ungewöhnliches an mir und meinen an diesen Lindwürmern. Worauf wollt ihr hinaus? Kommt es euch nicht selber komisch vor, was ihr da macht? Oh Gott. Oh, eigentlich nicht. Für einen Waldbewohner ist es nicht ungewöhnlich, den Schutz natürlicher Höhlen zu suchen und... Ach, fahrt zur Hölle. Auf euren Fragen entnehme ich, dass ihr mich des Lügens verdächtigt. Und ich bin des Verstellens müde. Nein, ich bin kein einfacher Waldbewohner. Ich richte diese Tiere ab, um sie als Wachen einzusetzen. Und da ihr mich jetzt beim Training unterbrochen habt, werde ich sie nie für die Minen bereit machen können. Eure Anwesenheit macht sie unruhig. Jetzt werden sie tagelang nicht zu bändigen sein. Vielleicht kann ich sie ja mit Fleisch besänftigen. Eurem Fleisch. Das können wir auch mal sein lassen. So, du machst mal da ein magisches Geschoss. Du machst ebenfalls ein magisches Geschoss. So, und der Peter aus dem Norden ist jetzt schon schwer verletzt. So, du machst mal ein magisches Geschoss auf. Ja, hier. Obwohl, der andere wäre sinnvoller gewesen. Der ist nämlich... der war schon ein bisschen verletzt. So, das wollte ich sagen. Achso, du bist vergiftet. Du bist nicht mehr vergiftet, aber du bist trotzdem schwer angeschlagen. Okay. Peter ist tot. Da geht er, der Peter. So. Oh Gott, der war so scheiße. Jetzt muss ich mal kurz. Ist der eine Lindwurm schon tot? Ich sehe ihn hier irgendwie nicht mehr. Ja gut, konzentrieren wir uns erstmal auf den. Braucht ihr etwas? So, du. Nein. Das auch dahin. Hä? Ich bin ganz wohl. So. Achso, oh, der ist ja. Oh gut. Wenn ihr euch da sicher seid. Okay, also die Lindwurm-Babys fahren jetzt nicht wirklich schwer. Euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Und hier ist gar nichts drin. Wie langweilig. Gut, einmal rasten. Ich hab Dach gerade hier. Es blättert sie gerade so in den Blut und Knochen im ersten Moment. Aber nein. So, wir konnten die ganzen Wunden tatsächlich in einem Schlafzyklus alle heilen. Also 8 Stunden haben wir jetzt eben geschlafen. Ich glaube, das liegt auch an dem schweren Wundenheilen, den wir jetzt für Jahira bekommen haben. Ich will immer Dina hier sagen. Irgendwie verwechsel ich heute Dina hier und Jahira ständig. Wie viele NPCs sind denn hier? Icefia klingt irgendwie richtiger. Ihr seid doch mit Jahira befreundet, nicht wahr? Sie gehört dem Druidenorden an, der Seniat nachfolgt. Das ist einer der 3 Erzdruiden. Ich teile ihre Denkweise jedoch nicht. Wegen ihrer pazifistischen Doktrinen werden weiterhin Grausamkeiten gegen die Natur begangen. Nehmt zum Beispiel diesen Narren nordöstlich von hier. Wer war denn das nochmal? Nordöstlich. Habe ich den schon getroffen? Egal. der Tiere einfängt und sie für seine niederen Zwecke missbraucht. Ach so, das war der in der Höhle da gerade. Der Peter aus dem Norden. Als Schattendruide kämpfe ich darum, dass die Natur unberührt bleibt und die Gesellschaft keinen Lebensraum mehr hat.
Dieses Ziel muss mit Angst und Schrecken erreicht werden, um die naive Sicht Jahiras und ihrer Anhänger. Und die naive Sicht muss ausgerottet werden. Okay, hier hat man eben auch ein bisschen was über die Schattenregen erfahren. Das sind wirklich. Im Endeffekt Hardcore-Naturschützer. Die nehmen dann auf menschliches Leben auch überhaupt keine Rücksicht. Normale Druiden, die versuchen ja dieses Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur herzustellen. Oh, Minsk ist bezaubert. Ne? Gut, warten wir mal kurz. Bis er sich wieder beruhigt hat. Also normale Druiden, die versuchen halt dieses Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur hinzubekommen. Und die Druiden, die Schattendruiden, die wollen halt mehr dieses. Also nicht mehr, aber die wollen halt, dass die Natur überlebt, indem die Menschen dann ausgerottet werden, quasi. Also sehr, sehr radikale Ansichten. So, apropos radikal, es dauert radikal lange, bis Minsk sich immer wieder gefangen hat. Quatsch, hier würde ich mal gucken. Ja, Bezauberung. Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht rasten, oder? Ja, gut, hat sich gerade erledigt. Er ist nicht gerade erwacht. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Ja, dann können wir hier den letzten Rest noch aufdecken. Ist ja auch nicht mehr viel. Hier könnte theoretisch noch irgendwo eine weitere Höhle sein, aber das glaube ich langsam nicht mehr. Also, ich meine, es gab jetzt hier das Baumhaus mal mit eingeschlossen, gab es jetzt hier schon zwei Höhlen plus halt, weiß ich wie viele NPCs. Sogar zwei, die sich uns anschließen. Na toll. Ah, hier kommt man rüber. Ich wollte gerade sagen, wer rastet, der rostet. Also für Roboter nicht zu empfehlen. Genau. Ganz genau. So, damit haben wir hier alles aufgedeckt, ne? Oh, okay. Nächsten Mantelwald geschafft. So, dann hier lang. Oh Gott. Das sind. Toll. Aber es sind nur Riesenspinnen, okay. Ich wollte gerade sagen, es sind schon ein paar Gebiete mehr, bis wir da. Ans Ende dieser Reise zumindest kommen. So, komm. Hauptsache nicht vergiftet, da muss ich jetzt ein bisschen auf achten. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Ja, passt alles gut. Und wie, hier kommt jetzt schon wieder eine Falle. Ich helfe euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Gut. Oder besser so, vielmehr. So, ich glaube, langsam sollten wir auch mal wieder rasten, oder? Ich guck mal. Sobald die anfangen rumzumeckern, von wegen müde und bla bla, werde ich einfach mal eine Rast einlegen. Wenn ihr euch da sicher seid. Und zwar ohne Rosten dann natürlich. Um das von Look nochmal aufzugreifen. Da ist schon wieder ein See oder ein Fluss. Ja gut, ich meine, ich denke mal, der Fluss wird sich hier generell durch die ganzen Gebiete ziehen. Also, das wird immer derselbe Fluss sein. Macht ja irgendwo auch Sinn. So. Ich habe vorhin, als ich das mit dem, wie hieß das Ding da, der einen Zauber? Also mit dem man so bestimmte Kartenbereiche aufdecken kann. Ich hatte vorhin tatsächlich mal überlegt, ob ich das mal so offstream mache. Und dann wirklich mal alle Kartenbereiche nochmal abgehe und überall, wo ich irgendwas nicht aufdecken konnte, da einfach mit dem Zauber dann entsprechendes aufzudecken. Aber das werde ich mit Sicherheit nicht im Stream machen. Einfach weil es halt lange dauert und vor allem verdammt langweilig ist. Wächter, okay. Ich bin wirklich nicht. Jetzt wird's interessant. Bei der Sache. Jetzt sind hier schon ja quasi normale menschliche Gegner, also keine Druiden, sondern irgendwelche Soldaten, wie es aussieht. Na komm.
Und wir haben gute Ausrüstung dabei. Zwar nichts, was wir jetzt noch brauchen könnten oder was ich jetzt auch irgendwie mitnehmen würde zu diesem Zeitpunkt des Spiels, aber jo. Wenn ich jetzt wirklich ganz knapp bei Kasse wäre, könnte ich das theoretisch mitnehmen. Ah, okay, hier ist aber jetzt definitiv ein Gebäude. Moment, ja, ich könnte tatsächlich auch schon hinreisen. Nee, aber wir wollen ja erstmal die Karte hier beenden. Und ich fange, glaube ich, langsam an, mich so ein bisschen... Was? Hammer? Achso, Hammer-Dryade. Was ist denn eine Hammer-Dryade? Dimensionstor? Nee. Bleib mal hier. Oh, ernsthaft? Komm. Und schon wieder ist Minsk verzaubert. Oh, das ist jetzt eine ganz doofe Kombination. Minsk ist verzaubert und er ist gelähmt. Minsk schlägt jetzt auf ihn ein. Na geil. Das könnte jetzt böse enden. Lass mal da durch, was ist noch? Okay, das war jetzt auch nicht so viel Heilung, wie ich gedacht hätte. Schön gegenheilen, bis Minz dann hoffentlich gleich wieder fit ist. Ah, das könnte jetzt auch riskant sein. Weil ich das Minsk jetzt statt das auf sie einschlägt. Oh, okay, hat sich gerade erledigt. So gut wie erledigt. Achso, ja, ich muss ja jetzt eh warten, bis Khalid. Obwohl, Moment, ich mach das jetzt per Rast einfach. So. Und nun? Einmal speichern. Und dann. Ich bin dran, wie die hässliche. Erstmal hier unten die Zipfel noch aufdecken. Das ist ja jetzt nicht mehr allzu viel. Und dann können wir uns um die nördlichen Gebiete kümmern. So. Beziehungsweise, wir können uns erstmal hier rumkümmern. Das ist ja wirklich noch so ein kleiner Zipfel. Sollte lang gehen. Und dann über die Brücke, ne? Auf der Seite des Flusses haben wir alle schon aufgedeckt dann. Also wenn wir hier jetzt fertig sind. So, dann. Oh Gott, ich hasse Brücken. Brücken sind immer ideale Orte für Hinterhalte. Gut, Khalid geht vor, das ist in Ordnung. Süden oder Norden? Ich gehe erstmal in den Süden. Also das, so die südöstliche Ecke hier, die lässt sich, glaube ich, relativ schnell aufdecken. Wenn jetzt hier nicht noch, weiß ich, Höhlen kommen oder Kämpfe, die mich Ewigkeiten aufhalten oder so. Aber rein von der Fläche her lässt sich das eigentlich relativ schnell aufdecken, würde ich sagen. Und dann haben wir halt wirklich nur auch den nördlichen Bereich. Das ist ein bisschen übersichtlicher auch. Lauf mal dahin. Okay, bis zur Kante. Gut, ich. Der Vollständigkeit halber gucke ich halt nochmal, aber da werde ich jetzt kein neues Gebiet mehr finden. Sicher seid? Ich glaube tatsächlich auch, dass jetzt, wo zumindest das letzte Gebiet hier im Mantelwald angezeigt wird, dass es dann auch gar kein neues Gebiet mehr gibt in dem Spiel. Oder? Nee, Baldur's Tor halt, die einzelnen Stadtviertel. Das weiß ich halt noch, dass das in mehrere Stadtviertel aufgeteilt ist. Wohin ihr tretet. Mutter Natur muss gut behandelt werden. Ja, muss sie. Das ist technisch gesehen, sind das halt viele verschiedene Karten. 9 Stück müssen es, glaube ich, gewesen sein. Na, aber die werden halt zumindest auf der Karte schon mal angezeigt, auch wenn ich die nicht betreten kann jetzt. So, alle weg? Ja, alle weg. Sehr schön.
So, dann. Och nee, ernsthaft. Und jetzt hier echt unten noch rumgehen, bloß um das bisschen da aufzudecken. Na komm. So, okay. Aber gut, dann kann ich jetzt wenigstens auch direkt hier weitermachen, so an der Kante. Oh. Das sah ihm. Das sieht so auf den ersten Blick aus wie so eine Miniaturstadt hier. Also auf der Karte zumindest. Beziehungsweise, Moment. Ja gut, nee. So sieht's auch eher nach Fels aus. Und hier ist ein Weg. Interessant. Rechte. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Also, irgendwie scheint es hier doch so ein bisschen Zivilisation zu geben. Aber wahrscheinlich wegen dieser Zwergenmine. Also ich gehe jetzt. Also spätestens seit ich die jetzt auf der Karte gesehen habe, gehe ich ganz stark davon aus, dass das die Zwergenmine ist, von der von vorhin geredet wurde. So, hier schön nach Norden weitergehen. Und, irgendwie durch die Wälder bahnen. Ich glaube. Obwohl, ach, da ist ja schon die Kante. Oh, komm, da ist. Da ist, glaube ich, noch ein ganz kleiner Fitzel, ne? Ja, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Es tut mir leid, aber da muss ich jetzt so nochmal rangehen. Okay, jetzt ist es definitiv aufgedeckt. Gut. So, dann würde ich sagen, gehe ich ungefähr bis hier und decke dann nach Süden alles auf und dann hier alles und dann kümmere ich mich um die nordwestliche Ecke. Ich muss mal ganz kurz überlegen, Westen oder Osten? Obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist, aber naja. Ach, hier, Moment, hier ist auch noch ein Fluss. Oh, okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Gut, dann werde ich hier einfach alles diesseits der Brücke aufdecken erstmal. So, einmal hier hingehen, um da alles soweit aufzudecken. Und dann hier runter. Oh. Lindwurm, Baby. Hm. Gut, die sind ja nicht allzu schwer gewesen. Also deutlich leichter als gedacht. Die können halt auch vergiften. Ich hätte jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte die geben. 450. Oh. Ja gut, ist jetzt auch nicht allzu viel Erfahrung, die man da bekommt. So, ich muss auch immer dran denken, irgendwo soll ja hier noch so ein Lindwurmnest sein. Ja, irgendeine Höhle hier. Hier eine Höhle? Doch, ich wollte gerade sagen, das sieht doch hier irgendwie nach Höhle aus. So, speichern. Und schauen wir da mal rein. Ja, geil. Oh. Okay, mache ich? Ja doch, ich mache Schädelfallen. So, einmal dahin. Mhm. Einmal hierhin. Nein! Und ihr geht wieder zurück. Ihr geht sofort wieder zurück. Ja, toll. Münzk hat da, glaube ich, einiges abbekommen. Von den Schädelfallen noch. Aber zumindest sind... Ja, die beiden Lindwürmer sind schon verletzt, beziehungsweise schwer verletzt. Und die Babys sind komplett tot, ne? Ja doch, das sieht aber sehr stark nach Lindwurmnest aus hier. Wenn ihr euch da sicher seid. Kopf eines Lindwurms. Oh, die sind doch bestimmt wieder. Ach ne, das geht vom Gewicht her. Okay, So, nimmst du mal. Ah, da höre ich noch Flattergeräusche. Moment, dann darfst du. Dich mal denn verstecken ich und hier. Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht okay. Daran teilhaben. Da ist irgendeine. Was? Och, verdammt. Ja, die KI. Ich hätte die KI vorher noch aufstellen sollen.
Weil jetzt hat sie natürlich aus dem Schatten heraus angegriffen. Muss ich echt dran denken in solchen Fällen. So gut wie erledigt. Okay. Und hier ist eine Leiche schon wieder. Nee, hä? Na gut, das ist technisch gesehen eine Leiche. In die Platten. Die Plattenpanzer wollte ich gar nicht mehr mitnehmen. Oder, ach, egal. Kann ich aber noch wegschmeißen später. Notfalls. So, den darfst du mal identifizieren dann bei Gelegenheit. Nein. So. So. Und so. Ja, ich dachte, das ist wieder eine Leiche, die wir dann mitschleppen müssen. Irgendwie. Aber scheinbar nicht. Oh, das war's schon. Oh, Tatsache, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich das Lindwurmnest hier war. Ich denke mal schon, ne? Also es sah zumindest sehr stark danach aus. Aber das klang für mich eigentlich eher so, als wenn es nur einen Lindwurm hier in der Gegend gibt. Also einen ausgewachsenen zumindest. Und dass wir seinen Kopf da hinbringen sollten. Aber wir haben jetzt sogar zwei Köpfe gefunden. Vielleicht kriegen wir jedes Mal dann irgendwie... Ja. Oh, komm, ein kleines Stück noch gehen, so. Dann ist das wenigstens aufgedeckt und dann können wir uns ordentlich kümmern. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, war's das? Ja. Das auch noch aufgedeckt. So, und dann ist jetzt wirklich nur der Teil hier. Die nordwestliche Ecke. Speichern. Das sieht schon wieder nach sehr langer Brücke aus. Ich meine, gut, das kann täuschen. Kann sein, dass hier direkt schon das Ufer ist. Nö. Okay, ist tatsächlich eine relativ lange Brücke. Und ich höre Lindwurmflügel. Ja. So, komm mal her. Was wollt ihr? So, einmal KI ausmachen. Diesmal denke ich... Ja, toll. Diesmal denke ich dran. Na, komm, komm. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Achso, ist doch wieder fehlgeschlagen. Okay, jetzt aber. Und nun? So, ich will nicht mal gucken, was da sonst noch wartet. Lindwurm Baby, Lindwurm... Ach. Ja, gut. Ist jetzt auch egal. Hier, greif mal da an. Dies ist mein Platz. Braucht ihr etwas? Ich bin dran, wie die Und nun? Du machst mal ganz schnell Gift neutralisieren. Die Fähigkeiten hier einzusetzen, das geht halt immer schneller als... Oh, nee. Mann. Ey, das geht immer schneller als so ein Zauber zu sprechen. Achso, Quatsch. Bei dir war es auch eine Fähigkeit. Deswegen, wenn es kritisch ist, sollte man dann eher diese Sachen einsetzen. Danke. So. Aber gut, ich weiß jetzt, so gut wie erledigt, dass da auf alle Fälle welche sind. Dann hau ich da, weiß ich. Ich weiß nicht, ob eine Schädelfalle reicht. Ja, ich hau trotzdem erstmal nur eine Schädelfalle dahin in diese Gegend. Den Rest kann ich ja notfalls mit Feuerbällen noch machen. So, und zwar von dir. Ja gut, hier ist jetzt natürlich wieder das Problem. Ah ne, du kannst. So. Was immer ihr braucht. Na gut, dann schleudert direkt nochmal eine. So, ja gut, einer ist gestorben. Das ist jetzt nicht so viel. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Wenn ihr euch da sicher seid. Ein Stück nach vorne. Oh, achso, okay. Der ist schwer verletzt. Das heißt, den würde ich auf alle Fälle da treffen. So. Vita Morti. Ich
hatte eigentlich gehofft, dass der noch von der Schädelfalle da erwischt wird, aber leider nicht. So, okay. Gut, dann kannst du jetzt aber mal hier Feuerball dorthin steuern. Zwei sind da ja auf alle Fälle noch. Okay, ich muss gerade gucken, ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber doch, das war schon richtig. Die haben ja Schaden erlitten. So. So, einmal noch. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, den Rest machen wir dann im Nahkampf, aber hat sich dann erledigt. Dann geh du mal kurz dahin. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Ah, da musst du jetzt durch. So, und Imun hat einen Stufenanstieg erreicht. Ich speichere mal vorher einmal. So, Stufe erhöhen. Oh, okay. Dolch? Ja, Dolch auf alle Fälle. Wir haben da schon zum Beispiel schon diesen schönen Giftdolch mal gefunden. So, dann auf alle Fälle hier 15 Punkte rein. Genau, beides im Endeffekt auf 50. Also leise bewegen und im Schatten verstecken. Taschendiebstahl haben wir auch schon auf 50, okay. Illusion entdecken, ja, okay. Könnte man eigentlich mal machen. Aber ich glaube, da gibt es auch einen Zauber für. Und vor allem Fallen stellen könnte man eigentlich theoretisch auch mal erhöhen. Dann kriegen wir nämlich immer bessere Fallen, die wir da aufstellen können. Und wir können auch mehr aufstellen, bevor wir rasten müssen. Aber ja, ich benutze halt so gut wie nie. Da arbeite ich dann lieber so mit Netz und irgendwelchen Flächenzaubern. Wenn ihr euch da sicher seid. Finde ich persönlich halt ein bisschen effizienter. Gut, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Fallen nie so hundertprozentig ausgereizt habe. Sprich, ich weiß eventuell gar nicht, was die für ein Potenzial haben im Endeffekt. Na, komme ich da hin? Ich glaube, alles kriege ich nicht... Doch? Oh, nee, ne? Doch, okay, gut, gut, gut. Ich dachte gerade, dieser kleine Zipfel, dieser kleine Fitze, Mensch, warum sage ich immer Zipfel? Obwohl, ist ja eigentlich auch ein Zipfel. Aber das kleine Stück bleibt mir verwehrt. Aber doch nicht. Na gut, das könnte aber jetzt hier passieren, ne? Oh, nee. Komm. Komm. Nicht? Och, Menno. Na gut. Dann kriege ich hier so erstmal nicht alles aufgedeckt. Ah, ich höre schon wieder Lindwürmer. Okay, das ist dann quasi der Lindwurmwald. Das davor war der Spinnenwald. Das davor war, was war denn da besonders präsent? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da ist es. Oder sind die Lindwurm-Babys höchstwahrscheinlich? Also ich gehe mal davon aus, dass es wieder mehrere sind. Ja, hier, dann einfach nochmal Feuerball in die Richtung. Ich finde es lustig, dass sie irgendwie überhaupt nicht reagieren darauf. Also dass die mich jetzt nicht direkt angreifen. Weil die sehen ja, woher das kommt. Die sehen, oder generell merken die ja, ja, ich krieg da irgendwie Schaden. Was war das eben? War das ein Level-Up? Nee. Ach so, ach, wahrscheinlich, weil der Stab aufgebraucht ist. So gut wie erledigt. Ich hatte dieses Geräusch nur eben irritiert. Klang so ein bisschen, als wenn da zweimal das Geräusch vom Level-Up quasi gleichzeitig gespielt wird. Och, Wölfe. Das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Gut. Gut. Okay, aber dann haben wir das Gebiet ja auch fast fertig. Im Grunde einfach nur auch hier den letzten Rest, auch wenn hier nichts mehr sein wird.
So. Und dann ja, bis. Also hier vorne und da das kleine Stück noch. Und sind wir sogar. Oder kommen wir hier irgendwo? Ja, ich glaube, wir kommen hier so gar nicht nach Norden raus, oder? Nee. Schade. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sind dann nämlich sogar direkt an der Kante hier, aber offenbar dann doch nicht. Das heißt. Hier. Ich glaube, das ist. Von der Strecke her ist der, glaube ich, ein bisschen länger als bis nach da, aber hier mussten wir über die Brücke noch rüber und das dauert dann aber ein bisschen. Ich glaube, so geht es wirklich am schnellsten.